ich bin's wieder, die Franzi aus der Pädagogik, hier aus dem Wolf- und Bärenpark Bad Repolzau-Schabach. So, heute möchte ich euch mitnehmen zu unserer neu entstehenden Bärenreha-Bärholungsgebiet. Und damit ihr gleich wisst, wo wir uns befinden, hinter uns ist der Bärenpark. Wir sind hier auf Höhe der großen Freianlage und links ist ungefähr die Höhe Yorkerhöhle. Genau, Bärholungsgebiet-Bärenreha, was soll das überhaupt? Also, wir haben ja den Agonis, das habe ich ja auch im letzten Video schon angedeutet, der durch die Menschen animiert wird, seine Stereotypie, also seine Verhaltensstörung, zu verschlimmern. Ja? Der Agonis, der nuckelt ja an seiner Pfote, um Aufmerksamkeit von den Leuten zu fordern. Und dadurch sind wir Auslöser für diese Stereotypie. Damit er zur Ruhe kommt und seinen Instinkten wieder vollen Lauf lassen kann, wollen wir hier auf diesem Gebiet eine Bärenreha für Agonis unter anderem entstehen lassen, damit er ein bisschen Abstand von uns bekommt und wieder seine Instinkte schärfen kann. Und wo ich jetzt hier gerade stehe, soll die neue Quarantänestation hin, soll auch im Stil eines Blockhauses sein, damit sich das hier auch besser einfügt in die Landschaft. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommt einfach mit mir mit und ich zeige euch so ein bisschen den Wald der Bärenreha. Wir sind jetzt eine ganze Weile parallel zum Besucherweg neben der großen Anlage langgelaufen. Momentan befinden wir uns hier ungefähr auf Höhe des Wolfsrückzuges. Ja. Bis hierher von der Quarantänestation ist es so, dass die Besucher eine Seite von dieser Anlage sehen können. Und ab hier, alles was nach dort hinten geht, können die Besucher nicht einsehen. Das heißt, ab hier fängt die eigentliche Bärenreha erst an. So, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal bis zum Ende der eigentlichen Bärenreha und gucken uns das an, wie groß es werden soll. Ja, jetzt sind wir hier genau am Ende der eigentlichen Bärenreha. Ganz weit hinter uns befindet sich der eigentliche Bärenpark und ihr hört es schon, es ist absolut ruhig, das Wasser plätschert, also optimale Bedingungen für einen Bären. So ihr Lieben, jetzt haben wir unseren Rundgang abgeschlossen und ihr habt gesehen, es ist ein ziemlich großes Gebiet, was natürlich auch ganz viel Zaunmaterial und Arbeitsstunden braucht. Und da wir ja spendenbasiert sind, sammeln wir da fleißig natürlich Geld ein, damit unser Agonis endlich mal seine Stereotypie loslassen kann. Und damit ihr immer genau wisst, wo wir gerade stehen mit unserer Sammelaktion, bin ich jetzt hier gerade bei unserem Bärenreha-Plakat und ihr seht hier auf der rechten Seite ist ein Spendometer. Aktuell ist es so, dass wir ungefähr uns hier befinden, also noch nicht ganz die 50.000 zusammen haben. So, und wenn ihr wollt, genau wie wir, dass unser Agonis endlich seine Intuition wieder erlangen kann, dann spendet bitte ganz fleißig, damit wir das aufbauen können. Ja, gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Franzi.